Das war Joachim Schnabel, Bürgermeister der Gemeinde Lang im Bezirk Leibnitz-Steiermark und nicht, wie von mir behauptet, Lukas Brandt-Werner aus Groß-Gerungs im Waldviertel. Der ist nämlich jetzt erst dran. Da habe ich mich leider in der Zeile geirrt. Danke, Frau Präsidentin, geschätzte Frau Bundesministerin, sehr geehrter Herr Staatssekretär, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher zu Hause vor den Bildschirmen. Die Corona-Pandemie hat uns die Herausforderungen, aber auch die Möglichkeiten der Digitalisierung aufgezeigt. Gerade wir alle haben es erlebt im Homeoffice, aber auch bei Videokonferenzen, dass wir sich viele Kilometer erspart haben und somit der Umwelt geholfen haben. Um die Chancen der Digitalisierung aber auch weiter nutzen zu können, noch mehr zu nutzen, braucht es eine entsprechende digitale Infrastruktur, sprich ein gutes Breitbandnetz. Zugegeben, am Stammtisch daheim bin ich ganz froh, wenn nicht immer das Handy schäbert, aber für unsere Unternehmen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Homeoffice, aber natürlich auch für die private Nutzung, brauchen wir eine gute digitale Infrastruktur. Von der 2013 beschlossenen Breitbandmilliarde sind bereits 800 Millionen in Projekten vergeben und werden auch dieses Jahr investiert, vor allem in den ländlichen Raum. Und gerade bei mir im Waldviertel haben wir viele tolle Gemeinden, wo wir schon ein super Netz haben, aber es gibt noch viel zu viele Gemeinden, wo wir da Nachholbedarf haben. Darum möchte ich auch ein großes Danke in mein Heimatbundesland schicken. Dort investieren, nämlich in Niederösterreich, investieren Land und Gemeinden zusätzlich 100 Millionen in den Breitbandausbau. Für das möchte ich mich bedanken, auch für den Fahrplan für ein flächendeckendes Breitbandnetz. Ich appelliere an dieser Stelle aber auch an die Netzbetreiber. Gerade in den dünn besiedelten Regionen wird oft von vornherein blockiert. Das rentiert sich nicht für uns. Und wenn man dann in diesen Gemeinden Siedlungen erschließt und die Gemeinde selber Glasfaser verlegt, dann kommen mehrere Netzbetreiber und wollen auch ihre Leitungen einlegen. Das heißt, in die Zentren haben wir dann oft mehrere Leitungen, in die Ortschaften draußen haben wir nichts. Das versteckt keiner. Ich appelliere da auch an die Netzbetreiber, dass sie uns unterstützen und vor allem auch, wenn sie Förderzusagen haben, dass sie diese auch einhalten und in Umsetzung gehen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Breitbandausbau ist eine wesentliche Zukunftsinvestition in unseren Regionen. Es belebt die Wirtschaft und wird natürlich auch daher ein wesentlicher Faktor für die Mobilität. Bund, Land und Gemeinden sind hier gefordert, aber ich bin überzeugt, miteinander schaffen wir eine gute digitale Infrastruktur für unsere Zukunft.